Es ist das größte Kulturfestival in Nordrhein-Westfalen und verwandelt frühere Industriestandorte in Bühnen für Musik, bildende Kunst oder Theater, die Ruhr-Triennale. Dieses Jahr stehen mehr als 30 Produktionen und insgesamt rund 140 Veranstaltungen in Bochum, Duisburg und Essen auf dem Programm. Gestern Abend ging es los mit einer Musiktheaterpremiere in der Bochumer Jahrhunderthalle. Sandra Hüller. Bekannt ist sie vor allem als Schauspielerin, Oscar-nominiert. Bei der Ruhr-Triennale tanzt und singt sie Songs von Rocksängerin PJ Harvey. Im Musiktheaterstück I Want Absolute Beauty. Das französische Tanzkollektiv La Horte, mit dem sie hier zusammenarbeitet, zeigt sich begeistert. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass sie als Teenager eine Rockband hatte. Und das merkt man. Sie ist eine großartige Sängerin. Bei der Ruhr-Triennale werden alte Industriebauten als Spielstätten genutzt, zum Beispiel die Jahrhunderthalle in Bochum. Auch in Duisburg und Essen gibt es Aufführungen. Für das Operettenmusical Pferd frisst Hut hat Sänger Herbert Grönemeyer die Musik geschrieben. Im Stück The Faggots and Their Friends Between Revolutions geht es um die Emanzipation von Homosexuellen in New York. Ruhr-Triennale würde ich beschreiben als international, als bunt, als warm, als inklusiv, als demokratisch. Aber es muss auch ein Fest sein. Also Menschen müssen sich auch eingeladen fühlen und auch gute Zeit hier mit uns, mit unseren Künstlerinnen verbringen können. Die Ruhr-Triennale läuft noch bis zum 15. September.